Die Augen brennen, die Nase juckt, die Lunge ächzt, es ist Heuschnupfenzeit in Deutschland. Schätzungsweise 14 Millionen Bundesbürger reagieren allergisch auf Pollen. Was viele betroffene Allergiker nicht wissen, der von Dieselautos ausgestoßene Schadstoff Stickstoffdioxid, NO2, verschlimmert ihr Leiden, weil er die Aggressivität des Blütenstaubs spürbar erhöht. Woran das genau liegt, lesen Sie mit Bild+.